Der bekannte und engagierte Sylter Naturschützer Werner Mansen gibt nach 22 Jahren die Geschäftsführung der Naturschutzgemeinschaft Sylt in jüngere Hände ab. Die bei den Sylt-Urlaubern sehr beliebten naturkundlichen Führungen, wie zum Beispiel die Wattwanderungen, betreut Werner Mansen als Nationalpark-Wattführer weiter. Das ist allerdings so wie im Wattenmeer. Ihr müsst euch vorstellen, ihr lauft am Strand. Im Wattenmeer lassen wir nämlich alles so, wie es ist. Im Wattenmeer ist Weltnaturerbe, das heißt ein Schutzgebiet, in dem wir das wichtige Regelwerk beachten, das heißt Natur sein lassen. Da lassen wir alles so, wie es ist. Noch bis Ende Oktober gibt es Wattwanderungen, auch extra für Kinder, denn es gibt viel zu entdecken. Zweimal am Tag wird das Land sichtbar, viele Spuren des Lebens sind dann zu finden. Der Ausflug ins Watt dauert rund anderthalb Stunden. Werner Mansen bleibt dem Verein erhalten mit seinem Dia-Vortrag Sylt im Orkan und den ganzjährigen Führungen durch Dünen, Heide, am Strand und am Morsumkliff sowie der Betreuung des Infozentrums in Praderup und in seiner Tätigkeit als Partner für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bleibt Mansen seiner Insel treu. Infos rund um den Sylter Naturschutz finden Sie auf der Homepage der NSG Sylt.